Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Morgen, DAX Index Gewinner von Admiral Markets. Mein Name ist Roman Kotianski, herzlich willkommen. Ich hoffe, das Bild und auch der Ton sind soweit in Ordnung und wir können ruhig loslegen. Auf Ihren Bildschirmen erscheint zunächst die obligatorische Folie mit dem Risikohinweis. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Die Folie bleibt auch bei Sekündchen bestehen. Jeder darf sich mit den Informationen und Hinweisen auseinandersetzen, vertraut werden. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten nicht das allererste Mal mit dabei sind und definitiv diese Infos schon verinnerlicht haben. Da möchte scheinbar jemand sich gerade bei uns noch einwählen und versucht das übers Telefon. Wir machen weiter mit der Begrüßung endlich unseres Stars des Morgens, Heiko Behrendt. Heiko, guten Morgen. Ich freue mich. Heiko? Ja, Star. Der Star. Schönen guten Morgen. Du glaub mir, Montag, Mittwoch, Freitag, 8.30 Uhr bis 9 Uhr und zerquetschte, du bist mein Star. Ich gehe davon aus, dass den meisten so ähnlich geht. Ich switche zu dir rüber und freue mich auf deine Ausführungen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen nochmal da draußen an dem Bildschirm. Heute 1. September 2017, das heißt, der Crash-Monat ist da. Und um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, das Thema, hier nochmal ein Seasonal Chart entsprechend von der Seite. Dort sieht man sehr gut, dass der DAX hier entsprechend im Monat September statistisch gesehen am schlechtesten läuft. Also das hier ist der Monat September hier. Das heißt, da läuft der DAX statistisch gesehen am schlechtesten. Es ist ein langfristiger Chart, da sind alle Bewegungen inkludiert von 1986. Interessanter wäre vielleicht vom Jahr 2006, dass man nur die letzten 10 Jahre nimmt, aber dem ist halt so nicht. Also von daher sicherlich interessant, das Ganze sich mal gedanklich einfach im Hinterkopf zu behalten, dass da der Markt tendenziell am schlechtesten ist und dann im vierten Quartal dann diese typische Jahresendrallye, von der man eigentlich wirklich fast jährlich profitieren kann. Letztes Jahr war es nicht ganz so schön, aber auch ich habe etliche Jahre das ausgewertet und habe festgestellt, dass wenn man, müsste ich jetzt mal schauen, glaube ich, die letzten 6, 7, 8 Jahre immer nur im letzten Quartal einfach investiert hätte, hätte man eine Rendite derzeit erzielt von circa, ich glaube, 58% waren es letztes Jahr gewesen, was ich ausgewertet hatte. Und das, glaube ich, bei einem maximalen Drawdown von 5 oder nur 10% oder so. Also das ist schon sehr spannend, das Thema, auch das vierte Quartal. Aber soweit sind wir noch nicht. Wenn wir dann ins vierte Quartal einlaufen, dann werde ich euch darüber sicherlich auch nochmal informieren, wenn ihr immer fleißig schön zuhört. Gut, also das mal als kleiner Hinweis an der Stelle, dass es tendenziell eher runtergeht. Es muss nicht. Letztes Jahr ging es, glaube ich, auch nicht so stark runter. Also von daher, wie gesagt, ist das immer mit einem groben Auge zu sehen. Für uns als Intraday-Trader nicht megamäßig interessant, für Tagestrader sicherlich durchaus ein bisschen interessanter. Schauen wir uns mal im Rückblick an, wie denn der DAX die letzten 2 Tage gelaufen ist. Seit Mittwoch, hier waren nochmal meine 1, 2 Trades, die ich am Mittwoch gemacht hatte bei Admiral Markets. So, ich muss mal hier kurz den Ton ausschalten. Sonst tutet das heute die ganze Zeit. Die letzten 2 Tage anschauen. Also am Mittwoch ist der Markt dann doch mehr oder weniger nur seitwärts gelaufen. Auch am Donnerstag ist der Markt mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Positiv ist, dass wir zwar höhere Tiefs und höhere Hochs ausgebildet haben. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt es gerade so geschafft, den schwachen Dienstag zu neutralisieren. Und warum sage ich das ein bisschen mit Wehmut? Weil wenn man auf die US-Börsen schaut und vor allem auf, sei es den S&P oder zum Beispiel den Nasdaq, dann haben die sich wesentlich besser erholt in den letzten 3 Tagen. Und da muss man einfach sagen, da ist der DAX dann doch, hängt da richtig hinterher. Auch der S&P ist wieder im oberen Widerstandsbereich angekommen. Also auch die letzten 3 Tage dort eine sehr, sehr starke Bewegung gesehen. Wobei man sagen muss, vieles davon ist aber auch vorbörslich gelaufen. Und von daher, der große Unterschied kommt einfach daher, dass unser Dienstag hier extrem negativ war und am Ende die Amis der Dienstag ein sehr, sehr bullischer Tag war.
Und das führt zu diesem starken Unterschied in der Performance-Kurve. Gut, was gibt es für heute noch zu sagen als Ausblick? Ganz wichtig heute um 14:30 Uhr entsprechend die Non-Farm-Payrolls, die jeden ersten Freitag eines Monats rauskommen, liegen heute zusammen mit dem Monatsanfang. Und wer weiß, was sie bewirken. Tendenziell, um jetzt gleich mal das vorwegzunehmen, ich habe das zwar später auch nochmal drinne, ist es so, dass im Normalfall, wenn wir uns ja jetzt mal Volatilitäten messen würden und wir hätten einen Zeitstrahl, dann wäre es so, dass wir annehmen könnten, also das heißt, das hier ist 14:30 Uhr, sagen wir jetzt mal 14:30 Uhr, und das hier ist jetzt 9 Uhr, wenn wir nun gleich starten, dann ist meistens zu erwarten, dass wir, ich sage jetzt mal, von 9 bis 10, von der Schwankungsbreite her, dass die höchste Schwankung in der Zeit bekommen, und dann ab Mittag wird es immer weniger im Normalfall bis 14:30 Uhr. Das heißt, oftmals hat man eine abwartende Haltung, eventuell zur Mittagszeit, dass sich die Volatilität nochmal kurz erhöht. Ja, oder maximal nochmal kurz vor den Zahlen, dass die Volatilität sich erhöht. Aber in vielen, vielen Fällen muss man einfach davon ausgehen, dass viele Marktteilnehmer einfach auf diese wichtigsten Zahlen des Monats warten, um dort danach dann entsprechend zu agieren und daraus sich Informationen zu ziehen. Wir hatten letztens in meinem Gruppencoaching, welches ich aktuell durchführe, was über 4 Monate geht, hatten wir einen Fondsmanager da, und da wurde uns auch nochmal bestätigt, anhand eines Fondsmanagers, der 1,8 Milliarden verwaltet, dass der halt auch, wie gesagt, sich vor solchen Zahlen jetzt nicht positioniert. Aber wenn diese Zahlen wirklich eine starke Veränderung aufweisen, auch dann positioniert er sich nochmal am Freitag dann entsprechend zu diesen Zahlen. Gut. Ja, schauen wir uns mal an, wie können wir denn den heutigen Tag so oder die Woche bis jetzt interpretieren. Wir hatten am Dienstag ja ein neues Bewegungstief hier im DAX gesehen, bei Admiral Markets jetzt im Chart, den ich jetzt etwas größer ziehe, auf der rechten Seite, hatten wir am Dienstag ein neues Bewegungstief hier gesehen und müssen sagen, dass wir jetzt hier sehr, sehr stark nach oben gegangen sind. Wir haben jetzt eine starke Lunde. Und das heißt für mich jetzt rein interpretativ, dass wir einen schwachen Trend haben, also wirklich einen schwachen korrektiven Abwärtstrend. Das zeichnet auch korrektive Abwärtstrends typischerweise aus, dass sie unsauber und ja mit vielen Hin und Her laufen. Grundlage ist, dass halt in diesen korrektiven Abwärtstrend sehr viele Positionen neu aufgebaut werden, reduziert werden und wieder aufgebaut werden. Sobald die Originaltrendrichtung ja nicht stark losläuft, müssen auch frühe Positionierungen wieder neu aufgebaut werden oder schnell geschlossen werden. Erst wenn sozusagen nachrangig viele, viele ähnlich das sehen, dann kann sich eigentlich erst ein Markt tendenziell in der ersten Bewegung so stark bewegen, dass der nachfolgende Rücksetzer etwas kleiner ausfällt, dass man dann auch die Positionierung wirklich halten kann. Fällt der Markt jedes Mal zu stark zurück, müssen die Positionierungen raus. Und an den Tiefs kann es durchaus sein, dass in dem alten Trend bestehende Positionen dann auch noch ausgelöst werden, weshalb dann wiederum der Markt dann noch eine Ecke tiefer fällt. Und sobald das dann wieder geschehen ist, kommen die ersten rein, die sozusagen Positionen wieder aufbauen. Und daran anschließend kann es halt passieren, dass, wenn wir so eine Lunte haben, dass eventuell sogar, wenn die Lunte bleibt, der Markt nicht mehr stark zurückfällt, dass hier gute Chancen dann auch immer wieder auf der Oberseite bestehen, um auch wieder den oberen Widerstandsbereich in Richtung 12.200, 12.300 wieder anzulaufen. So entstehen dann auch klassischerweise die sogenannten Fake-Signale, weil so sozusagen altes Geld rausgeht, neues reinkommt, wenn man es mal sich so vorstellen mag. Und ja, von daher sollte man mal schauen, wie nächste Woche das Ganze weitergeht. Also Fazit ist im Wochenchart, wir haben einen korrektiven Abwärtstrend, und dieser korrektive Abwärtstrend ist aber relativ schwach, und das zeigt diese Lunte. Natürlich kann der heutige Tag, also die Non-Farm Payrolls, entsprechend noch sehr stark auf den
auf das Aussehen der Wochenkerze einwirken. Das heißt, es kann sein, dass mit den Non-Farm Payrolls vielleicht es eine massive Abwärtsbewegung gibt, was bedeuten würde, dass der Markt dann wieder, dass die Kerze etwas stärker zu interpretieren ist, dass am Montag nochmal ein bisschen nach unten geht. Und ansonsten, wenn die NFP-Zahlen genauso ausfallen wie die ADP-Zahlen, also die Vorläuferzahlen, die am Mittwoch schon rauskamen, dann durchaus möglich, dass wir vielleicht auch steigen und im besten Falle sogar eine weiße Wochenkerze sogar noch bekommen könnten. Denn die Amis könnten in Richtung Allzeithoch laufen, der Nasdaq ein neues Allzeithoch machen. Also das kann auch sehr, sehr positiv aussehen, dass wir vielleicht am Ende der Woche dann sogar eine ganz, ganz kleine schwarze Kerze oder vielleicht sogar eine weiße Kerze bekommen könnten. Von daher kann man sagen, ist der Wochenchart aktuell schwach trendig zu interpretieren. Im Tageschart sehen wir noch ein bisschen mehr, dass wir im intakten Abwärtstrend laufen. Das Fehlsignal am Dienstag hat sich dann doch ganz gut bestätigt. Leider, oder ich hätte am Mittwoch damit gerechnet, dass wenn das nach dem Gap nichts nach unten kommt, das hatte ich am Mittwoch gesagt, wenn nach dem Gap Close nichts kommt, dass die Eindeckungen etwas schneller laufen. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Am Mittwoch liefen wir ja gerade bei einer 30-Punkte-Spanne. Gestern die Punktespanne waren am Ende 85 Punkte. Also von daher merkt man auch hier nach oben sind wir wahrscheinlich doch gedeckelt durch die Währung, wobei das auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, wenn man sieht, wie stark der Euro-Dollar jetzt doch in den letzten 2 Tagen gefallen ist. Hätte der DAX eigentlich wesentlich mehr nach oben gehen müssen. Wir haben auf der Oberseite so ziemlich dieses noch offene Gap hier geschlossen und da müssen wir jetzt mal sehen. Die Frage, die sich einfach jetzt hier stellt, ist, was sehen wir jetzt noch in den nächsten, also am heutigen Tage? Das heißt, geht die Korrektur noch weiter nach oben in Richtung des Abwärtstrendes oder aber finden wir hier oben, bleibt der Widerstandsbereich oder der alte Unterstützungsbereich ein Widerstandsbereich, so wie gestern gesehen, dass wir einfach oberhalb von 12.100 Punkte keine Käufe finden und damit der Markt dann dort abverkauft und sozusagen den Bereich um 12.085 bis 12.100, das was hier noch grün ist, also das was mal Unterstützung war, dass das hier zunehmend Widerstand wird, weshalb dann der DAX eventuell dann auch hier wieder nach unten fallen könnte. Und das wäre sicherlich, ja, da müssten wir mal schauen, ob wir intraday da entsprechende Anzeichen bekommen, dass sich sozusagen der Tages Chart oder der Trend im Tageschart dominant wäre und sich nach unten fortsetzen könnte. So, hier unten das Gap kann man rausmachen, weil das hatten wir ja geschlossen gehabt. Gut, von daher auch das Fazit heißt, wir haben ein Fake-Signal, also einen Fehlausbruch durchs letzte Tief innerhalb und die darauffolgende eine Korrektur gesehen, die bis jetzt sich aber innerhalb des intakten Abwärtstrendes abläuft. Und die Frage ist einfach nur, reicht das Potenzial aus, um nach oben den Abwärtstrend zu brechen? Oder muss man ganz klassischerweise sagen, der Trend hat im Zweifel Vorfahrt? Das wiederum bedeutet, wir sehen nach der Korrektur wieder eine Abwärtsbewegung in Richtung der Neu oder in Richtung neuer Tiefs. Bewegungstiefs heißt Richtung 11.800 und was auch immer. Ja. Gut, also von daher wird es eigentlich heute sehr spannend werden. Schauen wir uns das Ganze im Intraday-Chart an. Wenn wir hier nochmal beachten, dass wir von entsprechenden anderweitigen Akteuren beeinflusst werden, logischerweise, die am Markt hier agieren. Jetzt suche ich gerade hier meinen Chart, der ist gerade hier überblendet. Wartet mal. Da ist er. So. Bedeutet das, dass wir von den anderen Akteuren her immer noch sagen müssen, von der Optionsseite her sind wir unter 12.000 Punkte, haben wir immer noch große Put-Überhänge, die wirken eher stützend. Von der Währungsseite, wie gesagt, müssen wir heute schauen, ob der Euro entweder be- oder entlastend auf den DAX wirken kann. Gestern hat man den Anzug im Euro an der Früh als oder denn den steigenden Euro denn hier als da so interpretiert, dass der auf den DAX drückt. War richtig. Danach zur Mittagszeit ist der Euro-Dollar gefallen, gefallen, gefallen. Der DAX ist aber nicht gestiegen, nicht gestiegen. Also von daher immer, wie gesagt, etwas vorsichtig mit der Korrelation. Sollte man einfach merken, dass gerade der Markt sehr sensibel bei jedem Hoch oder Runter im Euro-Dollar auch der DAX darauf reagiert, dann kann man unterstellen, dass gerade so solche Akteure da sind, die das genau so handeln. Denn ein sehr großes Feld auch im Intraday oder im Trading ist dieses sogenannte Spread Trading. Weil sich die Margin
sowohl im Euro-Dollar wie auch im DAX dann aufheben zum großen Teil. Und da kann man durchaus mit relativ wenig Geld große Positionen fahren, weshalb das Spread Trading auch sehr beliebt ist unter großen Akteuren. Von daher müssen wir darauf mal achten, wie sich da, wie der DAX sich verhält. Ansonsten dann noch die Newsseite, ganz klar, die könnte heute für ja, starke Volatilität dann am Nachmittag nochmal sorgen. Welche Szenarien habe ich für heute? Szenario 1, das, was ich eingangs schon erwähnt hatte, die abwartende Haltung, heißt, dass wir vielleicht heute von 9 bis 10 nochmal irgendwelche Orders abzuwickeln haben und danach ist ein Großteil dieser Akteure dann durch. Das wiederum bedeutet, dass dann danach nicht mehr wirklich viel passiert und der Markt dann, so wie auch schon gestern, eigentlich mehr oder weniger in sich in irgendeiner Spanne, in einer gewissen Art und Weise dann dort es sich gemütlich macht. Wir sind ja auf Tagesbasis, hat man gerade analysiert, in einem ja, alten und an einem alten Unterstützungsbereich, der um 12.085 Punkte läuft. Das ist ja dieser graue Preisbereich, der geht hoch bis zur 12.110er Marke. Und wir sehen, dass wir gestern im Hoch bei 12.116 waren und dass der nicht halten konnten, lag sicherlich auch damit zusammen, dass wir in USA erstmal abgegeben hatten. Der DAX hat hier einiges mehr verloren gehabt. Und ja, das heißt, auf der Oberseite gilt es jetzt zu beobachten, ob wir der, ob der Widerstand oder der alte Unterstützungsbereich wirklich zu einem Widerstandsbereich wird. Das heißt, auf der Oberseite bedeutet das, wir versuchen vielleicht hier in Richtung 12.100 zu laufen. Es kann durchaus passieren, dass wir auch vielleicht Richtung 12.116 laufen. Bei dem Szenario 1 unterstelle ich einfach, dass wir, so wie jetzt der Tage gesehen, keine nachhaltige Bewegung erstmal haben, sondern dass wir halt irgendwo uns dann dahingehend stabilisieren, dass wir dann dem Markt, also dass wir dann immer wieder zurückkommen in Richtung des 12.085er Preisbereichs oder sollten wir erst etwas tiefer gehen, dass wir in dem 12.075er Preisbereich dann eher hin und her pendeln. Wie weit er nach oben steigt, muss man abwarten. Die Bewegung von oben nach unten wird dann sehr abrupt laufen. Wer sich das im gestrigen Handel mal angesehen hat, also in der Früh um 9, 5 Minuten nach oben, danach erstmal starker Abverkauf, dann eine Erholung und die stoppen halt dann irgendwo und gehen dann wieder runter, relativ schwer zu sehen. Man sollte hier immer versuchen, dass man einen Retest abwartet. Das heißt, ich würde nicht unbedingt das erste hoch shorten, sondern eher das zweite, wenn ich das Szenario jetzt hier unterstelle. Das heißt, der Markt geht einmal nach oben, kommt runter, geht dann nochmal ein zweites Mal nach oben und dann wäre das der Referenzpunkt. Wenn der Markt kein neues Hoch macht, kann man entsprechend versuchen, den Short zu machen. Wenn der Markt sozusagen nochmal ein neues Hoch macht, dann eventuell das als möglichen Shortpunkt annehmen und dann versuchen, durch dieses Tief dann zu handeln. Das wären so die typischen Möglichkeiten. Und wenn wir das übertragen auf den entsprechenden Chart von gestern, dann gab es halt diese Punkte halt auch. Das heißt, wir hatten einmal den Punkt hier gehabt und auch zur Mittagszeit auch nochmal. Also das erste Hoch, Markt läuft dran bis an das Hoch und fällt dann nach unten. Und hier war es so gewesen, dass wir neues Hoch gemacht hatten, dann an einen Vorgängerhoch nicht weitergekommen sind. Das heißt, hier hatten wir neues Hoch, Bewegung nach unten, Pullback und dann die Abwärtsbewegung. Also da überlegen, also das sind die beiden Hauptbereiche. Man kann natürlich auch das erste versuchen, das erste hoch zu shorten. Plus das Problem ist, man braucht da halt ein sehr, sehr gutes Timing, dass man das halt hinbekommt. Gut, also das heißt, auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite finden wir entsprechend Hochs und Tiefs. Auf der Unterseite wäre zu nennen der Haupthandelsbereich von gestern, der liegt bei 12.067 Punkte. Das Xetra Schlusskurs liegt bei 12.056. Das heißt, auf der Unterseite wären das die Zielbereiche, wo der Markt vielleicht reinläuft, um sich denn da zu stabilisieren. Rein aus charttechnischer Natur würde sich neben dem Tagestief von gestern auf alle Fälle das Value Area Low bei 12.050 Punkte ergeben. Zeichnen wir uns hier nochmal horizontale Unterstützungen ein, dann sehen wir auch, dass dieses Preislevel relativ interessant ist. Also 12.050 bis runter zu 12.045 haben wir dort gestern etliche Male angehalten und in diesem Preislevel gehandelt. Und das sollte auch heute dann sozusagen auf der Unterseite, sollte der Markt nicht wesentlich tiefer gehen, da wir an diesem Preislevel gestern in Summe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also 14 Mal darum gehandelt haben, um dieses Preislevel, also 14 5-Minuten-Kerzen oder 15 5-Minuten-Kerzen, die sozusagen dieses Level erreicht hatten. Und das ist dann durchaus eine rein charttechnische Unterstützung, die sehr objektiv ist und die man dann halt auch annehmen sollte. Ob der Markt überhaupt so weit runter geht oder vielleicht sogar noch bis 12.065 fällt, das muss man dann abwarten. Ja, also wie gesagt, vorwiegend gehe ich von einem, ja, vorwiegend gehe ich halt von einem Bereich aus, der halt eher pendelt. Wie gesagt, der DAX bewegt sich innerhalb der gestrigen Handelsspanne und damit um den alten Unterstützungsbereich um 12.085 Punkte. Versuche das Hoch oder Tief von gestern nachhaltig rauszunehmen und scheitern. Das ist sozusagen das Hauptszenario für heute. Problem ist halt, wenn keine Orders im Markt drin sind, ist es sehr schwer abzuschätzen. Da heißt es dann nur intraday zu schauen, wo sich dann Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf 5-Minuten-Basis ergeben, um diese zu handeln. Szenario 2 ist dann, sollte eventuell die Zahlen sehr massiv irgendwie abweichen, sowohl also positiv oder negativ überraschend sein von dem, was man erwartet, dann ergeben sich meistens starke Trendbewegungen daraus für den Tag und das gepaart eventuell mit dem 1. September als Monatsanfang. Ja, kann vielleicht dann wirklich nochmal eine starke Bewegung auslösen. Auf der Unterseite, wenn man jetzt unterstellt, dass immer am 1. eines Monats Kapital in die Märkte reinkommt, wäre jetzt so gesehen für den 1. September erstmal eher positiv. Würde bedeuten auch, dass vielleicht, wenn die Non-Farm-Payrolls schlecht ausfallen, vielleicht das Tief gekauft wird, weil halt dann sozusagen die Gelder investiert werden. Und wenn man dann vielleicht noch ein halbes Prozent tiefer die Gelder investieren kann, dann warum auch nicht? Worauf man als Intraday-Trader durchaus achten sollte oder was man sich vor Augen halten sollte, ist, dass die großen Marktteilnehmer meistens ungehebelt im Markt sind. Das heißt, die aktuelle Volatilität reißt die überhaupt nicht vom Hocker, bedeutet 80 Punkte Bewegung, nicht mal 1% Schwankungsbreite ist eigentlich in diesem Markt zu vernachlässigen. Und deswegen sollte man auch gewisse Bewegungen einfach, die kurz und schnell mal sind und für uns vielleicht schon heftig erscheinen und man sich fragt, was steht dahinter, sollte man nicht überbewerten. Denn auf ein ungehebeltes Depot gesehen und wenn man davon ausgeht, dass ein ungehebeltes Depot zudem auch noch nur Teile im DAX investiert hat, kann man sich vorstellen, dass die Bewegung, die der Markt gerade macht, für einen Händler auf dieser Ebene einfach völlig uninteressant sind und man sollte halt so eine 20, 30 Punkte Bewegung da nicht überbewerten. Also einen Händler, der vielleicht zu 20% im DAX investiert ist, für null, also nicht mal 1% Bewegung sind im Depot mit 0,2% sichtbar. Trotz alledem kann er so hohes Kapital bewegen, dass er halt auch in dem Markt was bewegt. Das muss man halt ganz klar sagen. Und das sollte man vielleicht noch ein bisschen mit bedenken. Jo, gut, dann wäre ich eigentlich soweit durch. Für meinen heutigen Ausblick, gibt es dann zu diesem Ausblick Fragen? Gibt es einiges. Oh Gott. Zunächst eine kurze Rückmeldung an Teilnehmer, die ab und zu mal Tonprobleme haben. Dann lohnt es sich einfach schnell, sich wieder auszuloggen und einzuloggen. Die meisten Probleme sind dann behoben. Das ist einfach für die Zukunft. So, nun zu den Fragen. Gilt die Saisonalität für die US-Indizes nicht? Aktuell ist davon nichts zu erkennen, schreibt ein Teilnehmer. Ja, wie gesagt, also die Statistik ist ja nur ein statistischer Wert und ein Mischwert aus über jetzt fast 30 Jahren. Also die Folie ist ja von 1986 bis zum Jahr 2016. Also das heißt, man kann ja sich auch mal den Dow anschauen. Ist ja alles da hier. Ist er da? Oder welcher Wert? Nikkei, Kospi, Hang Seng, FTSE, CAC, ATX. Nee, Amis sind hier nicht dabei. Sehe ich nicht oder übersehe ich gerade? Also Amis sind hier gerade nicht dabei. Doch, vielleicht hier. Nee, da ist bestimmt Englisch. Nee, doch. DAO, da ist der DAO, da sieht man es im DAO, ist es eher der Oktober, der schwach ist. Also wie gesagt, tendenziell geht es nach unten, aber auch das sind von 1986. Wie gesagt, das ist halt immer ein entsprechender Mittelwert und da kann es auch sein, dass es halt mal auch in den 30 Jahren hier durchaus vielleicht auch 5 Jahre gab, wo es nicht getroffen hat und vielleicht trifft es halt dieses Jahr auch nicht. Also das ist halt, wie gesagt, das muss man dann übers Risiko Money Management lösen. Ja, das ist soweit die Antwort. Also, wie gesagt, also es kann sein, dass es dieses Jahr nicht zutrifft, aber dann halt vielleicht in anderen Jahren zutrifft. Ja, Okay. vielleicht ist es dieses Jahr nicht. Die US-Märkte, insbesondere Nasdaq, waren gestern im Vergleich zum DAX eher stark. Hat der DAX dann nicht Nachholbedarf oder bremsen die NFP-Zahlen?
Ja gut, NFP-Zahlen werden jetzt, ich glaube, erst ist halt die Währungsseite, die sehr stark gespielt wird. Es kann sein, dass der DAX das heute so ein bisschen nachholt. Vielleicht sollte man ein bisschen ein Auge immer mit drauf haben. Also man sollte auf alle Fälle Euro-Dollar aufhaben und gucken, wie verhält sich der Euro-Dollar sozusagen und der DAX zueinander. Das heißt, sicherlich wäre es heute ganz oder allgemein ganz gut, wenn man sozusagen den DAX offen hat und daneben Euro-Dollar und dann sieht, okay, Euro-Dollar macht gerade so ein bisschen vielleicht die Biege nach unten und der DAX entsprechend steigt halt umso mehr. Ja, also das sollte man, also theoretisch hat der DAX ganz viel Nachholbedarf. Also wenn es danach geht, müsste der DAX irgendwo bei 12.500 stehen. Also mal abgesehen, ja, wenn ich die Amis jetzt mal vergleiche im Tageschart, ja, dann sind wir meilenweit weg. Ja. Okay, haben wir. Weil einiges kommt, wie vielen Dank und Co. Wie kann man, okay, der Teilnehmer fragt, wie kann man die Linien einstellen im Chart, dass diese täglich erscheinen, D1 High und D1 Close? Dazu melden sich bei uns bitte telefonisch, wir helfen Ihnen gerne. Das sind einige Indikatoreneinstellungen, verlieren wir jetzt keine Zeit damit. Gib mir bitte noch eine Sekunde. Sehen wir noch mal Kursniveau vom Dienstag. Können Sie da die Wahrscheinlichkeit angeben? Würde ich jetzt eher ausschließen, dass wir das Kursniveau vom Dienstag sehen, aus dem einfachen Grund, wenn wir das hätten sehen wollen, hätten wir nicht so einen starken Mittwoch und so einen starken Donnerstag gesehen. Und es zeigt einfach, dass wir nach unten hin sehr gut abgefedert sind. Wie gesagt, für mich ist die Erholung seit Dienstag eigentlich eher schwach. Also ich hätte viel, viel mehr Potenzial auf der Oberseite gesehen. Aber aus der Konstellation heraus fällt es mir extrem schwer zu glauben oder darauf zu analysieren, dass der Markt nach unten dreht. Ich kann es natürlich nicht ausschließen, aber mir fällt jetzt kein wirklicher Grund ein, bei US-Börsen so kurz vorm Allzeithoch, dass wir das Dienstagstief sehen. Natürlich kann ich jetzt ein Argument aus dem Hut zaubern und sagen, sollten die Amis ihre Allzeithochs nicht kaufen, sondern nahe diesen Allzeithochs verkaufen, das heißt in USA auf Tagesbasis, wenn wir jetzt mal den S&P 500 nehmen, bestätigt sich die Tages- oder bestätigt sich der Widerstand. Das wiederum führt dazu, dass die US-Börsen ihre Gewinne vom Tisch wegnehmen. Das wiederum bedeutet, dass der US-Markt fällt. Und das wiederum bedeutet, dass der DAX dann vielleicht nächste Woche nochmal das Niveau vom Dienstag testet. Wie gesagt, Intraday kann ich es mir nicht vorstellen. Auf Tagesbasis kann es durchaus noch möglich sein. Auf Grundlage dessen, dass ja der Abwärtstrend, muss man ja einfach nur mal so sagen, ist hier noch intakt. Aber und da sieht man jetzt nochmal die Diskrepanz. Also die Amis stehen gefühlt an den Hochs vom Juli und wir stehen davon halt 600 Punkte weg. Das heißt, wenn man es anders argumentiert, könnte man auch sagen, der DAX hat noch sau viel Nachholpotenzial und es wäre mal Zeit, dass wir den Abwärtstrend hier brechen. Also von daher muss man das halt sehen. Um eine Analyse zu machen, dass wir die Tagestiefs vom Dienstag sehen, kann ich nur sagen, dazu müssen wir am Tief von gestern Druck sehen. Und solange das nicht ist, würde ich davon nicht ausgehen. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank. Wir haben 1 Minute vor 9. Es ist Zeit für ein Schlusswort. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, für heute ganz viel Erfolg, gute Handelsentscheidungen und wer noch mal was nachlesen möchte oder auch gerne im Intraday-Verlauf gerne noch vielleicht ein Update haben möchte, auch von anderen Teilnehmern, mir folgen über 4.000 Leute, geht auf diesen Link hier und dann seid ihr mit dabei und könnt hier entsprechend mit mir auch fleißig diskutieren, reinschreiben und erfahrt dann hier auch entsprechende Updates. Das Update für heute habe ich hier schon wieder reingestellt, das heißt auch hier ist das ganze Kopierte immer wieder zu finden und kann dann auch während des Tages einfach nachgelesen werden, wer es sich jetzt hier nicht aus dem Chat rauskopieren mag. Und dann gibt es hier immer meistens ein wunderschönes Guten Morgen. Und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg für den Rest der Woche. Passt mir ein bisschen auf die Non-Farm Payrolls. Und in dem Sinne freue ich mich, dass wir uns am Montag früh um 8:30 Uhr schon wieder sehen und dass ihr dann wieder das tolle Gesicht präsentiert bekommt. In dem Sinne. Schönes Wochenende, tschüss mit Ö, euer Heiko. Vielen Dank, Herr Behrendt. Und mit Heiko fleißig diskutieren könnt ihr selbstverständlich dann auch nächste Woche.
Also mit dabei sein ist alles. Wenn Sie an weiteren Webinaren von Altmetal Markets noch nicht teilgenommen haben, herzlich eingeladen sind Sie jetzt mit der nächsten Folie. Die Webinare von Altmetal Markets sind wie immer kostenfrei und die Anmelde-Links sind bei uns auf der Webseite zu finden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Wir freuen uns zudem, wenn wir Sie von unseren Konditionen überzeugen dürfen. Den DAX gibt es bei uns zum Einzigehandelsbrett von 0,8 Punkten, typisch zur Haupthandelszeit. Das alles gehandelt natürlich ohne Stoppabstände, ohne Mindesthaltedauer und mit einem hundertprozentigen Schutz vor Nachschusspflicht für Kunden mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns kontaktieren. Die Kontaktmöglichkeiten erscheinen gleich auf Ihren Bildschirmen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und natürlich, wenn Sie auf sozialen Medien aktiv sind, freuen wir uns auch, wenn Sie da fleißig Feedbacks hinterlassen. In diesem Sinne wünsche ich auch einen guten Start in den Freitag. Seien Sie vorsichtig heute mit den NFP-Daten. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag. In diesem Sinne, mein Name ist Roman Kotiarski. Bis dann. Tschüss.